Der Osthalbkreis übernimmt am 25. November den Betrieb des Einhorntunnels in Schwäbisch Gmünd. Und deshalb ist es wichtig, dass wir rechtzeitig vorher alle Eventualitäten und Gefahren auch üben, durch praktisches Üben. Und deshalb will ich heute über 300 Beteiligten dieser Großübung ganz, ganz herzlich danken, dass wir diese Erfahrung einfach mal machen können. Vielen herzlichen Dank für diese großartige Mühe, die sich viele Menschen heute machen. Und ich hoffe, dass nie etwas passiert. Das ist ganz wichtig. Ja, es kommt nicht mit Fahrrad, nicht mit Trick und ich habe keine Ahnung, was los ist.
Ja, genau. Ja. Nee, dessen Tümpel, das war der erste Tümpel.